Servus und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Bannerlord mit mir, dem Eagle, und mit dem Wolf. Ja, der sich hier immer noch im Krieg mit den Kusait befindet und das ist ein echt furchteinflößender Gegner, muss man sagen. Die sind uns ziemlich hart überlegen. Ich habe jetzt ein paar Dinge noch gemacht hier, während ich hier nach Tyal raufgegangen bin. Wir können das mal kurz gucken in der Truppübersicht. Als erstes, ich habe den Statthalter von Tyal geändert. Das ist jetzt nicht mehr Gala die Schwarze, die ist jetzt bei uns. Sondern ich habe da jetzt so einen sturgianischen Begleiter mir noch geholt. Ich kann euch das nachher in der Clan-Übersicht mal zeigen. Ich habe außerdem unsere Truppen hier komplett auf unsere Custom-Einheiten umgestellt. Also ich habe einfach in der Stadt mir die ganzen Custom-Troops rausgezogen. Und ich habe hier noch ein paar Gefangene, die wir eventuell bekehren könnten. Ja, die Sache ist dann die, wenn wir uns das gerade mal kurz noch in der Clan-Übersicht angucken. Wo ist er denn? Hier. Der Tulvo-Kohlebeißer, ihr seht, der ist nicht ausgerüstet und gar nichts. Der soll nur verwalten. Der soll nur die Stadt verwalten. Das ist schon okay, soweit. Und deswegen, der kümmert sich da drum. Das wird schon ordentlich werden. Ich meine, wenn ich mir die schon anschaue, die Stadt, dann wirkt sich das jetzt schon sehr positiv auf die Treue der Stadt aus. Also, das ist auf jeden Fall ganz, ganz ordentlich. Moment mal, was? Was ist denn nun wieder los? Kultur des Besitzers minus 3? Hä? What? Moment. Ich muss da gerade mal auf die Stadtverwaltung. Was ist jetzt das Problem? Du bist doch Sturgianer, oder? Warte mal, Treue. Kultur des... Achso, Kultur des Stadthalters plus 1, Kultur des Besitzers minus 3. Achso, wir sind ja der Besitzer. Ja, gut, es ist okay. Es geht, es geht. Okay, Miliz steigt wieder an, Garnison. Und alles passt. Sicherheit ist auch top. Ich habe außerdem nochmal ordentlich Kohle reingeballert, damit da schön weitergebaut werden kann. Das soll mich also freuen, dass das auch alles... dass das alles so funktioniert. So, ich habe außerdem eine Armee ausgehoben. Es sind aber natürlich noch längst nicht alle da. Klar. Ich würde halt mal sagen, wir schauen, dass wir da jetzt mal eine Burg oder sowas erobern. Ist die Frage, wollen wir direkt die Burg Uritskala oder wollen wir die Burg Dinar erobern? Ach komm, die ist so schön nah dran, oder? Würde ich doch sagen. So. Komm, eine Belager... Bevor wir das... Moment. Moment. Bevor wir das machen, nochmal kurz gucken. Können wir noch einen Trupp uns irgendwie reinholen? Nee. Ach, die enteignet hat wieder nicht genug Leute. Ja gut, dann warten wir jetzt erst nochmal, bis da weitere Truppen kommen. Oh, da sind 116 Leute. Oh, die kriegen wir vielleicht sogar, oder? Stop there, Stranger. Jawoll, jawoll. Komm. Würdest lieber kämpfen, ja, dann machen wir euch kurz weg. Oh, drei Tote. Fuck. Ah, ist das unangenehm. Stop. Ja, ja, ist okay, du kommst mit. Du kommst einfach mal sowas von mit. Und deine Leute kommen auch mal mit. So. Was sage ich, wenn ich dich umbringe? Nur aus Interesse. Das sind gar nicht so viele, die mich dann nicht mehr mögen. Gundaroving mag mich dann weniger. Warum? Ja, dann halt nicht, mein Gott. Was haben wir hier noch? Kusait-Speerkämpfer. Ah. Können wir gleich mal locken. Okay, okay, soweit so klar. Okay, ne, der Rest sind einfach ganz normal irgendwelche Kusait-Einheiten. Okay, das heißt, da können wir nachher nichts übernehmen. Wir nehmen den ganzen Scheiß hier mal mit. Ich danke recht herzlich. Und dann gehen wir mal wieder rauf hier. Ah, da ist so ein 48er-Trupp am Rumlungern.
Ist die Frage, ob wir die eventuell vielleicht sogar kriegen. Ja, die kriegen wir! It's been... Yes! Sehr, sehr gut. Ja, er ergibt sich! Jawohl, so muss das sein. So und nicht anders muss das sein. Okay, das war vielleicht doch die richtige Entscheidung, jetzt da nicht sofort irgendwas zu belagern. Yes! Sehr schön, sehr schön. Was für Leute sind das überhaupt hier? Kusait-Khan-Wache. Oh, Wächter des Wolfsordens. Wolfscher Berserker. Alter, was habt ihr denn für von meinen Leuten hier dabei? Das ist ja Wahnsinn. Kusait. Wölfsche Todesbringerin. Hä, warum habt ihr das nicht gespeichert? Warum nicht? Das ist ja voll dumm. Naja, egal. Gebt mir euren ganzen Scheiß. Ich danke recht herzlich. Und, ja, ja, wir müssen jetzt aber trotzdem mal was erobern, würde ich sagen. Wir gehen jetzt mal hier hin. Oh! Ach, Corraine! Ach, Corraine hat ein Kind zur Welt gebracht, wie schön. Am 21. Tag im Sommer 1096 hat Corraine ein Kind bekommen. Wie schön. Das dritte mittlerweile. Och, ich mag das. Diese Zwischensequenzen sind so niedlich. Ich bin ja gespannt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Oder ist er. Es ist ja schon ein Kind. Aber moi, ist das süß. Och, putzig. Ich finde es auch immer so cool, wenn die Hebamme dann da rausgeht aus dem Bild, dass man im Hintergrund hört, dass dass da draußen gejubelt wird. Oh, so schön. Nett. Na dann, Corraine. Zeig mir mal, ob du mir einen Jungen oder ein Mädchen geschenkt hast. Cole. Das könnte ein Junge sein. Es ist ein Sohn! Ui, okay. Warte mal, was? LOL. Mit der... Was? Was zum Fick? Also, Isabella und Sophia sind beide gemein und grausam. Und er hat einfach den Ruf, durch und durch brav zu sein. Oh, wie süß. Okay, interessant. Das ist ja der komplette Gegenentwurf. Also, ich weiß nicht, was für Gene vom Wolf und von Corraine da durchgeschlagen haben, aber interessant. Interessant, aber ganz ehrlich, wir ändern den Namen dann mal. Das ist also Cole, das können wir ja so nicht lassen. Komm, es ist der Sohn des Wolfs. Es ist ja wohl naheliegend, wie wir den nennen, oder? Das ist der Lupus. Zu Lateinisch der Wolf. Mal schauen, wie der sich so entwickelt. Aber schön. Jetzt haben wir also zwei Töchter und einen Sohnemann. Ach Mensch, schön. Gute Nachrichten. Sowas freut mich. So. Können hier gerade nochmal rekrutieren. Jawohl. Und dann gehen wir nochmal hier lang. Momendemol. Wollen wir die Burg jetzt belagern oder nicht? Ich bin gerade ein wenig hin und her gerissen. Ah, nee, Moment. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir machen eher... Wo ist die Enteignete eigentlich? Wo hängt die rum? Liegt unter 40% des Truppengrößenlimits. Ach so. Ja, wir müssen auf jeden Fall dann demnächst mal versuchen, was zu reißen, ne? Aber ich würde tatsächlich sagen, ziehen wir so durch die Gegend. So, wir ziehen mal hier so ein bisschen durch die Lande. Oh! Diul. Ah! Der kommt zu mir! Ah, sehr schön, sehr schön. Komm mal her. Komm mal her, mein Freund. Jawohl, sehr gut. Da ist noch eine Armee, Rasana-Armee. Was macht Rasana hier? Oh, 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 da müsste man eigentlich mal kurz zu Hilfe kommen.
Ja, wir müssen da kurz mal helfen. Ja! Ja, wir sind noch rechtzeitig da. Rasana, keine Bange, wir helfen dir. Wir helfen dir. Aber jetzt muss ich gerade noch mal kurz was schauen. Gibt's noch irgendwas? Hat noch jemand? Nö, nö, okay. Ist alles wieder automatisch verteilt worden. Jetzt schauen wir kurz noch mal hier in den Trupp. Ah, wir können einen können wir noch rekrutieren. Kusait-Nomaden rekrutiere ich nicht. Sowas ist ja Trash. Puh, okay, wir sind leider nicht ganz voll. Also wir könnten noch theoretisch weitere Truppen reinpacken. Zwei Stück, aber komm, vergiss es. Wir würden mal, ich würde mal sagen, wir helfen hier. Oh, jetzt ist das Ganze ja auf einmal regelrecht wieder ausgeglichen. Oh, oh, das ist ein großes Gefecht. Oli du Crepe. Okay. Weil ich weiß, dass das mit dem Laden immer etwas länger dauert. Ich will mal sagen, speichern wir das gerade mal ganz kurz. Ja, ist egal. Können wir so machen. Ich bin gespannt, wie lange das dieses Mal mit dem Laden geht. Das letzte Mal hat es geschlagene 5 Minuten gedauert. Da habe ich es dann rausgeschnitten. Okay, was sind das überhaupt für Trupps? Oh, das ist ja... Oh, das ist ja episch. Das ist richtig episch, wie die da aufeinander einprügeln. Ah, gut, okay. Das heißt, wir haben hier... Boah, doch, doch, doch. Das sind schon so einige. Der Mimir ist leider noch nicht da. Egal, wir greifen an. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Jawohl, komm. Oh, es geht los, es geht los. Warte mal, wo ist denn... Alt erstmal drücken. Alt. Ach, der Feind kommt da schon. Hear me. Macht mal bitte... Moment mal, wo seid ihr denn da? Okay, wartet mal. Dann geht doch mal besser hier rauf. Forward. Und macht eine Schildmauer. Form a shield wall. Hear me. Die Bogenschützen gehen direkt dahinter. Wir müssen auf den Hügel im Prinzip rauf. Soldier, warrior, warriors, hear me. Warriors! Okay, das sind die Reiter. Die Reiter gehen mal hier so rauf. Onwards! Move out! Die Reiter machen auch eine Schildmauer. Wall! Now! Soldiers! Hear me! Get moving! Genau, mach das mal. Warriors! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr geht mal hier hin. Alter, was? Ja, übertreibt halt komplett. Na gut, dann reiten wir da mal rein, würde ich sagen, oder? Jawohl, den hätten wir. Sehr gut. Bleiben wir erstmal defensiv. Jetzt geht mir nicht auf den Sack. Shit. Alter, haben die mich tatsächlich umrundet, lol. Alter! Jetzt auf und rein. Alter, hier wird ja gefightet wie noch nie, Junge. Diese scheiß Kataphrakten, ne?
Ihr geht mir so auf den Sack. Oh, es ist so ein wildes Hauen und Stechen gerade. Ihr feigen Schweine! Ja! Diese... Ah, das sind so feige Wichser. Es ist unglaublich. Auf geht's, Jungs! Keine Gnade für irgendwen! Ah! Fuck! Ja, das war's mit dir. Junge! Das war's mit dir. Jetzt geht's aber los, Alter. Jetzt geht's los. Ergebt euch. Nein, scheiße. Ja, diese ganzen nervigen Kackbogenschützen. Es ist zum Kotzen. Aber trotzdem, wir gewinnen das, wir gewinnen das. Ja! Den hätten wir. Sehr gut. Der nächste, bitte. Alter! Na komm jetzt. Komm, den kriegen wir noch hier. Nein! Verdammt! Bremsen, umdrehen. Oh, ist das nervig immer mit dem Kämpfen. Oh, jawohl. Sehr gut. Sehr gut abgestochen. Oh Mann, Alter, ist das hier ein Kampf. Kavallerie-Battle hoch 10. Kommt von da vielleicht deren Verstärkung oder was? Komm, komm, komm. Den kriegen wir. Oh, der hat abgewehrt. Alter, du hast sogar mal geblockt. Erstmal das Pferd gekillt. Jawohl. So, Wiedersehen. Komm her. Geh mir nicht auf den Sack. Alter. Der tut ja richtig weh. So. Das war's. Da ist noch so ein Einzelner. Ich tanke mit meinem Körper. Das gibt's ja nicht. Scheiße. Nein. Da ist eine draufgegangen. Zu dumm. Alter, ist das hier ein Geschlachte. So. Wartet mal, wartet mal. Bevor wir irgendwas Dummes machen. Woodman, hear me. Was sind da? Ach so, das sind... Ja, okay. Egal, vergesst es. Bleibt einfach aggressiv. Ja! Aus vollem Lauf. Jawohl, so muss das sein. Ach, scheiße. Das wäre jetzt zu schön gewesen. So aus vollem Lauf einmal. Batz. Ach, da, von da kommen so vereinzelte Verstärkungstrupps. Alter, ist das dumm. Da reitet wieder so ein Kataphrakt in der Gegend rum. Oh Mann! Oh.
Wow, was ist mit dem Pferd passiert? Alter, das Pferd hat sie erstmal überschlagen. Wow. Auch nicht schlecht. Alter, da wird ja immer noch weiter gebettelt. Junge, ah! Da hinten ist noch Kavallerie am Rumlaufen. Das war's mit dir. Nein, scheiße. Fast getroffen. Nein. Ja, den hätten wir. Und nochmal rein, rein, rein. Ah! Okay, okay, das war dumm. Das hätte ich lassen sollen. Boah, shit. Ja, den hätten wir. Sehr gut. Immer schön ausholen. Ah, da hinten sehe ich doch noch einen. Ein Kataphrakt. Jawohl. Stufenaufstieg. Yes. Au. Au, 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 aus. Hört ihr auf mit der Scheiße. Uah. Ich sollte vielleicht nicht so viel waghalsiges Zeug mehr machen. Uah. Ich bin halt fast RIP. Wow, knapp. So, jetzt mal gucken. Den Einzelnen, den kriegen wir doch vielleicht noch. So. Jetzt reitet der wieder weg. Ah, feige Sau. Das ist richtig lästig. Egal, egal. Aber so einzelne Gegner kriegen wir vielleicht noch überwältigt. So viel Tankkraft sollten wir schon noch haben. Komm mal her. Boah, shit. Alter, knapp. Nein! Scheiße! Zu kurz. Ja, jetzt, den hätten wir. Sehr gut. Wohlan. Wie viele aus meinem eigenen Trupp leben eigentlich noch? Ah, sind noch genug. Oh, da kommt die... Oh, da kommt die neue Welle. Jawohl! Warte mal, was? Das war ein Feind? Die haben einen feindlichen Ritter des Wolfsordens bekehrt? Dreckiger Verräter. Ist ja unglaublich. Ja, ich sollte das... Ich sollte gewisse Dinge besser vermeiden. Oh, aus vollem Lauf direkt die Rübe eingeschlagen. Nein, das gibt's ja nicht. Fuck. Alter, aber das ist interessant, wenn mal eine relativ kavalleriestarke Fraktion auf eine kavalleriestarke Fraktion trifft. Yes! Weg damit! Oh, da kommt noch eine Welle. Oh, shit, shit, shit! Shit! Oh, das war knapp, das war knapp. Ja, ich sollte echt aufpassen. Ah, da kommen aber noch mal welche. Da kommt noch mal Verstärkung. Ja, den hätten wir. Sehr gut. Brav weiter so, Jungs. Haltet euch wacker.
Ja, den hätten wir. Das war's mit dem Speer. Oh Mann, 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 Mann. Oh, ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Ich habe ein ganz, ganz blödes Gefühl gerade. Wow, 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 wow. Chill mal deine Nuggets, Alter. Chill mal deine Nuggets. Komm, komm, komm. Aber einen kriegen wir noch. Ah! Das war zumindest mein Wunsch. Ja, sehr gut. Den haben wir noch auf jeden Fall gekriegt. Egal, wie es weiter ausgeht, den haben wir noch erledigt. Oh, sehr gut. Den auch noch? Jawohl. Alter, wir machen ja hier einen richtig guten Job. Ah, scheiße. Shit. Ah, doch ein bisschen zu gefährlich. Jawohl, den hätten wir. Sehr, sehr gut. Unsere Männer müssen nur durchhalten. Oh Mann, 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 Mann. Ach, scheiße. Das gibt's ja nicht. Egal, den kriegen wir schon noch. Komm, komm, komm. Ein bisschen was geht noch. Ein bisschen was geht noch. Alter, das ist hier wirklich ein Kampf bis auf den letzten Mann, ne? Das ist echt hart. Das ist echt absolute Härte, was wir hier machen. Kampf bis auf den letzten fucking Mann. Shit! Ah, scheiße! Ja! Oh, sehr gut! Oh Mann, Alter. Ich hätte von Anfang an so aufmerksam spielen müssen. Alter, das gibt's ja nicht. Was haben die denn noch für Reserven? Was kommt denn da? Oh, da ist noch ein Einzelner. So einzelne Gegner kriegen wir eigentlich noch relativ gut tot. Oh, shit. Komm, komm, komm. Ich sehe dich. Ich sehe dich ganz genau. Nein! Wow. Das war aber auch knapp. Der hat schon auf mich gezielt. Wow, Hilfe, es laggt. Es laggt wie... Scheiße, was war das gerade? Na komm, komm, den kriegst du. Den kriegst du. Ein Hieb und der ist tot. Ja, wir haben die Schlacht gewonnen. Oh, ist das gut. Deswegen hat das so gelaggt. Deswegen hat's so hart gelaggt. Alter, das ist ja ein absoluter Irrsinn hier. Was wir hier gerade erleben. Jetzt gilt es auf der Flucht nur noch so viele wie möglich niederzumachen. War's das? Ist sonst keiner mehr übrig? Oh. Ja, Alter. Gewonnen haben wir das Ding. Alter, wie wir aussehen! Alter, das war jetzt ein sauspannendes Battle, wo wir wirklich bis zuletzt dabei waren. Oh, ist das gut! Alter, oh. Ach so, ich kann nicht mitmachen, weil ich bin verwundet. Warum bin ich eigentlich verwundet?
Naja. Oh, ist das schön. Ist das schön. Sehr tapfer gekämpft, Freunde. Again, you save our necks. Truly, you are. Ja, aber natürlich. Enough. I choose to live to fight another day. I trust you will respect the custom of war and allow me to pay a fair ransom. Ja, ja, klar, Kumpel. Du kommst jetzt erstmal mit. Enough. You win today, you dog. Enough. Du kommst auch mit. Enough. I yield. Stop. I yield. Wie viele Fürsten das sind, Alter. I give up. Oh, Liazin. Ach, das ist hier Ikratia. Aha, wer bist du denn? Argonon. Aha. Ach, Alter. Es ist einfach wortwörtlich auf dem fucking Zahnfleisch wird hier nur noch gekrochen. Oh, Mann. Moment mal. Halt. Hilfe. So, Moment. Sind da Truppen von mir dabei, die ich mitnehme? Ah, Wolps Schwertkämpfer, die nehmen wir mit. Wolps Lanzenträger. Was haben wir da noch? Aserei Rekruten, Bauer des Wolfs. Na gut, warum nicht? Ich könnte noch eine Schwesternschaftsanhängerin mitnehmen, aber nee. Nee, danke. Gefangene. Die nehmen wir jetzt erstmal alle mit und jetzt sortieren wir erstmal aus. Alter, der ganze Haufen hier. Ah, oh, Alter, ich könnte halt wieder so hart den Warscore drücken, wenn ich die jetzt auch noch hinrichten lasse. Aber nee. Gegen das Imperium lasse ich mich zu solchen Aktionen hinreißen. Gegen die jetzt nicht. Das wäre ein bisschen doof. So, Kusait-Nomaden-Plünderer. Das ist ja alles Shit. Nö, will ich nicht. Will ich auch nicht. Geht weg. Pikenier des Wolfs. Gut. Das brauchen wir alles nicht. Batanianische Plänkler. Valanische leichte Kavallerie. Ein Wachsoldat. Okay, den nehme ich gerne mit. Ja, eine Schwertschwester. Wir können sie ja mal als Gefangene mitnehmen. Also ich würde sie jetzt hier nicht so als Truppe mitnehmen, aber für einen Notfall habe ich da doch mal eine Gefangene vielleicht dabei. Das ist gar nicht so schlecht. Angehörte Armbrustschütze von mir aus. Puppenspieler, Söldner, Streitkolbenkämpfer. Ah, achso, das war ja die, die wir schon dabei hatten. Okay, interessant. Angeheuerter Pikenier, Elite-Söldner, Streitkolbenkämpfer. So, was ist ja Wahnsinn, was die hier alles da, was wir ja alles an Gefangenen gemacht hätten. Ja, wir können die halt nicht mitnehmen. Das ist unser Problem jetzt gerade. Wir haben einfach wieder nicht die Kapazitäten dafür. Ein Elite-Soldat, ein Ritter des Wolfsordens, na immerhin. Vielleicht war das sogar der, den ich erschlagen habe. Wer weiß das schon? Alter. Oh, Wolpsche Berserker zwei Stück nochmal. Eine Elite-Armbrustschütze. Zweimal galante Schwertschwester, Wächter des Wolfsordens. Landische Vorhut, okay. Drei Plätze noch. Ja gut, so passt das auch. Gut, den Rest müssen wir leider zurücklassen, weil wir ihn nicht mitnehmen können. Das ist jetzt auch irgendwie eine redundante Aussage, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Ui, das gibt viel Stuff. Oh, das gibt richtig viel Stuff. Also, wir nehmen jetzt erstmal alles mit, was irgendwie einen gewissen Wert hat, ne? Da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Der Bums kommt mit. Das kommt alles mit. Ja, jetzt ist halt die Frage, wie machen wir es? Nehmen noch ein bisschen was mit Wert hier von... Ach komm. Das nehmen wir alles mit.
Und Infanterie-Kettenweste, okay. Messing-Lamellen-Schulterpanzer. Ich würde halt den ganzen wertlosen Scheiß dann da lassen. Gehen wir mal hier so runter, bis die 2500 erreicht sind. Mein Gott. Wie viel ist das? So. Ich hätte es eher andersrum machen sollen, fällt mir gerade auf. Erstmal alles mitnehmen sollen und dann das raustun sollen, was Erfahrung bringt, aber komm. Nachher ist man immer schlauer und wenn man schon mal angefangen hat, falsch zu handeln, dann zieht man es wenigstens konsequent durch. Komm, kennt man auch aus der Politik. Ist halt so. So funktioniert das Leben. Ja, jetzt mal im Ernst, Alter. Was ist denn das? 2500 Erfahrung. Ah. Jetzt kann ich doch wieder alles... Ah, ich bin so dumm. Okay, hier so. 2005... What? Ach. Was ein Shit. Ja, komm, hier so. Gut. Das war jetzt wichtig, dass wir das gewonnen haben. Das war jetzt richtig, richtig wichtig. 84 zu 64 trotzdem noch. Das ist nicht gut. Okay, jetzt müssen wir aber mal liefern hier. So, wir lösen jetzt erstmal die Armee auf. Das definitiv, damit sich jeder nochmal Verstärkung holen kann. Ich gehe jetzt erst einmal wieder... Wie war's? Wo bin ich überhaupt? Wo bin ich? Was ist hier... Was ist passiert? Wir gehen hier mal wieder rauf. Nach Tyal gehen wir zurück. Damit sich hier jeder erst einmal erholen kann. Und dann probieren wir es nochmal mit der Armee. Mein 84 zu 64, das war jetzt alles schon mal gar nicht so schlecht. Wir schmeißen die Gefangenen alle ins Verlies, wie sich das halt gehört. So. Ah! Der Glückspilz. Oh, ich kann ja neue Trupps erstellen. Stimmt ja. Da war ja was. Neuen Trupp erstellen. Einmal der Vaterlose hier. Jawohl. Ah, perfekt. Perfekt. Der ist ein Hussenfulk. Okay. Was auch immer der dort macht. Aber okay, das ist sehr, sehr gut. Das ist schon mal was. Dann gehen wir hier nochmal rein. Wir können hier einen Pikinier des Wolfs rekrutieren, das ist ja schön. Ein Lanzenträger. Zum Raubritter verbessern. Genau, dann machen wir das so. Dann Truppen rekrutieren. Wollen wir das so machen oder... Nee, warte mal, wir gehen mal hier zur Festung. Schauen in die Garnison rein. Genau, wir schauen in die Garnison rein. Und dort werden wir dann mal uns die Truppen holen, die wir brauchen. So, wir gehen den Rang nach oben. Berserker. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Galante Schwertschwester. Da, was haben wir hier? Angeheuerte Elite-Armbrustschütze. Wächter des Wolfsordens. Kommt mal, ihr kommt mal mit. Wolpscher Elite-Soldat, Ritter des Wolfsordens, nehmen wir nochmal 5 mit. Garde des Wolfs ist hier zufällig nicht drin. Nee, leider nicht. Leider nicht. Schade, schade, Marmelade. Na gut, macht aber nichts. Ist nicht weiter tragisch. Was haben wir hier noch? Mehr Zweihandkämpfer. Ne, wenn, da bedienen wir uns gleich bei denen ganz oben hier. Ja, das gibt uns natürlich noch mehr Fokus auf Infanterie. So, dann tun wir den Bauern da mal rein. Ach komm, den Pikinier tun wir auch. Ach, weißt du was, wir tun den ganzen Scheiß, den... Ich habe jetzt keine Lust zu leveln, ehrlich gesagt. Dann mache ich das doch lieber so. Wartet mal, aber dann machen wir das doch zumindest so, dass wir hier die... weiblichen Charaktere hier, die sich in eine entsprechende Richtung weiterentwickeln können. Haben wir hier keine Wolfsorden-Novizen oder sowas dabei? Nee, sieht mir gar nicht danach aus. Interessant. Raubritter des Wolfs, Wolfscher Zweihandkämpfer. Nee, tatsächlich nicht. Schade.
Hier, Berserkerinnen haben wir zwei. Die können wir mal mitnehmen. Gut. Da gehen wir halt jetzt gerade komplett auf extrem starke Infanterie. Was ja an sich gar nicht schlecht ist, was uns halt nur relativ wenig Mobilität gibt gerade. Haben wir da sonst noch was? Ein Wolfsreiter könnten wir noch uns mitnehmen. Oder wir nehmen uns... Nee, wir haben jetzt da gerade nichts Besseres. Ja gut, dann nehmen wir noch Wolfsreiter mit. Na, wo sind sie denn? Da. So. Fertig. Sehr schön. Dann machen wir das gerade hier nochmal so. Ab ins Inventar. So. Jetzt wird nochmal ein bisschen gelevelt. Ihr kennt das Ganze ja. Ah. Ah, komm. Ah, so. Ja, ist egal. So, nimm das hier. Und nochmal die Truppen nachleveln. Das geht ja schnell. Gut. Dann schauen wir nochmal hier. Nochmal Klamotten. Oh. Das ist ja interessant. So. Dann sind wir schon wieder alle auf Max-Level, oder was? Das ist ja Wahnsinn. Okay. Gut. Wir haben also relativ wenig Bogenschützen. Sehr viel Kavallerie. Nicht sehr viel Kavallerie, sehr viel Infanterie. Sehr starke Kavallerie. Was ja an sich nicht schlecht ist, aber... warte mal, ach, das ist die Garnison. Ah, ne, die Garnison wollte ich jetzt nicht. Verlies, genau. Zum Verlies gehen, Gefangene verwalten. So. Da sitzen ja noch ein paar Leute ein. Da schmeißen wir die alle mal hier ins Gefängnis. Damit die hier richtig schön vor sich hinschimmeln. Die werden wahrscheinlich sowieso kontinuierlich entkommen, aber... Das ist mir jetzt tatsächlich relativ egal. So. Dann gehen wir hier mal zurück auf die... Was können wir hier? Warte mal, Truppen rekrutieren. Können wir hier... Wir können hier nur Bauern rekrutieren, ne? Ja. Gut, dann machen wir das so. Also wir betreten nochmal kurz die Schmiede. So. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Kraft getankt. Können wir nochmal hier was... was war das andere hier? Bestellungen. Aha. Waffe sollte Stichschaden haben. Warum hat die 0 Stichschaden? Was zum Fick? Handhabung. Was haben wir hier? Das ist schlecht. Das ist hier. Okay, die Waffenreichweite wäre um ein Vielfaches höher. Ach so, das kann man sich dann hier sozusagen so zusammensuchen. Dann machen wir das halt ganz kurz, so ein Spieß. Was ist das hier? Das ändert nichts, oder? Gibt es irgendwas, was die Handhabung vielleicht erhöht? Nicht, gell? Was ist das hier? Peaks, normaler Peaks. Das wäre alles okay, bis auf die Reichweite, aber die könnte man ja noch ein bisschen erhöhen. Okay. Wenn man so einen Harpunenkopf nimmt, ja gut, das... Also ich sehe schon, es geht alles, je nachdem, was man da halt wählt. Keine Ahnung, nehmen wir das hier, oder? Das geht ja nicht. Wir haben hier nichts Besseres. Oder wir nehmen halt das ganz normale Ding da. Es geht halt auf Kosten der Handhabung. Stichgeschwindigkeit. Weiß ich nicht, was man machen muss, um da irgendwas zu erhöhen. Kann man da irgendwie... Ändert das was, wenn man da einen Knauf dran macht? Nee, das ist rein optisch. Hm. Okay, dann halt nicht. Irgendwie so ein Stück Stoff. Nee, das ändert nur was an der Waffenreichweite, interessanterweise. Ja, nö. Dann machen wir das doch so. Das ist okay. So.
Das sollte in Ordnung gehen. Gut. Ja, das wird schon passen. Ernsthaft? Wow. Naja, gut. Egal. Ist wurscht. Es geht ja nur darum, Erfahrung zu sammeln. Wie wir das machen, ist ja wurscht. Du willst nochmal einen Spieß haben. Was willst du diesmal haben? Schwierigkeit 106. Okay, wir sind dafür zu doof an sich. Aber rein vom Modell her sollte das eigentlich passen. Gut, Stich, Schaden, Stich. Vielleicht nicht unbedingt. So. Der Kunde ist zufrieden. Das ist genau, was ich wollte. Cool. Wow. 200. Wir sind ja voll krass. So, warte mal. Freies. Machen wir mal freies Bauen. Was ist, wenn wir so ein Zweihandschwert wollen nochmal? Ja, wir haben einfach aktuell nicht die... Ach, Mann. Das nervt mich so ein bisschen. Aber okay, ich muss das in der Zeit, in der Zwischenzeit... Ich mache das aber offscreen dann, weil das guckt sich ja keiner freiwillig an. Ich werde in der Zwischenzeit dann halt mal hier diese ganzen Sachen einschmelzen. In der Zwischenzeit hier nur, um den Skill zu leveln, verarbeiten wir mal hier was, keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Roheisen und Kohle, kann man zu Schmiedeeisen verarbeiten? Da irgendwie so, komm. Nächster bitte. So. Was nehmen wir hier? Roheisen, nee, Hartholz, komm. Kohle kann man immer, kann man nie genug haben. So. Gut, ja, wir sind auf Stufe 49. Naja, gut, mal sehen. Keine Ahnung. Ich muss das mal mir noch durch den Kopf gehen lassen, wie wir da weitermachen. So, aber ich würde jetzt auch sagen, wir beenden den Part. Ich meine, wir sind jetzt noch eine Stufe aufgestiegen durch unseren großen Kampf. Das ist sehr schön. Was können wir hier machen? Lästiges Summen. Plus 20% Moralkampfmalus für Feinde nach berittenen Fernkampfkills. Nee, donnernder Ansturm, wenn dann... Ja, ja. Wir kämpfen... Wir sind Nahkämpfer diesbezüglich. Also ganz, ganz unumstritten. Ich würde halt mal sagen... Weißt du was? Hier Schmieden wird geskillt. Und wir gehen hier noch eins auf... Komm, hier. Noch mehr. Why not? So. Das hat uns einen ordentlichen Level-Schub gegeben, diese große Schlacht. Also das hat sich jetzt echt noch gelohnt. Krass. Finde ich gut. Das, ach, das könnte sein, jetzt wo ich gerade dran denke. Das könnte sein, dass das mit dem, mit der Mod... Ach, dann habe ich die vergessen rauszutun. Aber wisst ihr was, das ist eigentlich egal. Ich glaube, ich kann die auch drin lassen. Das ist die Adjusted Leveling Mod, glaube ich. Oder? Habe ich die noch an? Moment, es tut mir leid, da muss ich jetzt gerade mal kurz reingucken. Ah, die habe ich noch an. Adjustable Leveling. Oh, ja, aber wisst ihr was? Ganz ehrlich, ich lasse die drin. Man kriegt damit nur ein bisschen schneller diese Leveling-Punkte zusammen. Ich habe das maximale Level auf Level 100, so ein bisschen wie bei Pokémon. Das ist, glaube ich, okay, ganz ehrlich. Wir sind über den Punkt, wo es jetzt nur noch grindy ist, sind wir eh längst hinaus. Und so entwickelt sich da vielleicht noch ein bisschen mehr Dynamik, weil wir halt dann doch wirklich ein wandelnder Bossgegner werden. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wisst ihr was, ich lasse das drin. Deshalb habe ich, ich habe eigentlich einen anderen Spielstand, wo ich diese Mod mal ausprobiert habe, aber habe ich jetzt scheinbar drin gelassen. Naja gut, macht nichts. Ist nicht weiter tragisch. Ja, gut. Ansonsten, wir haben hier 100 Truppenmoral, die Leute haben richtig hart Bock. Achso, noch kurz im Handel. Wenn wir jetzt den Part gerade noch abschließen, dann haue ich da gerade nochmal ein bisschen was raus. So, mal kurz schauen hier. Okay, das ist halt zum Leveln ganz doll. Was mal hier Wert. Geh mal nach Wert. Oh, Geld ist schon wieder alle. Aje, aje, aje. Na gut, okay. Kann man nicht ändern. Geld ist schon wieder alle. Und... Ach so, wartet mal, wir haben doch hier, wir können ja die Stadt verwalten. Nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte hier zur Festung gehen. Hier, ein Versteck. Wir können ja hier Tyal wirklich zu unserem Versteck machen. Hier ein Zeug einlagern. Das ist eigentlich eine Idee. Aber natürlich nur das wirklich wertvolle Zeug.
Mit so einer Art eiserner Reserve sozusagen. Ja, genau. Den Stuff, den wir jetzt sowieso ad hoc nicht verkauft kriegen, weil er einfach zu wertvoll für die meisten Städte ist. So, eine Hickory-Armbrust. Brauchen wir nicht. Komm hier. Das wirklich wertvolle Zeug kommt alles da rein. Oh, Meliadon, ausgewogen. Ausgewogen, warte mal. Das wäre doch was für unsere Weidenrinde hier. Genau, die habe ich nämlich neu ausgerüstet gehabt das letzte Mal. Ja, sehr gut. Dann kriegst du jetzt nämlich ein ausgewogenes Dingens hier. Dünne Feinstahl-Hieblanze, meisterlich. Gäbe es wen, der da eventuell Verwendung für hat? Nee, Corain so gar nicht. Und du vielleicht? Du hast so ein... Ah, okay, das eine ist halt eine Einhandstangenwaffe mit mehr Schnittschaden, mehr Reichweite potenziell. Ist, glaube ich, sogar tatsächlich ein bisschen besser. Dünne Feinstahl-Hieblanze. Die ist nur Waffenrang 4, aber ganz ehrlich, das ist ja egal. Werte sind Werte, dann kriegst du das hier. Das ist doch auch okay. Dann kriegst du dieses Ding. Und wir nehmen das alles hier und packen es einfach mal ins Versteck rein. Den Rest werde ich mal schauen, dass ich ihn eingeschmolzen kriege irgendwie. Also da muss ich jetzt halt ein bisschen warten. Aber da wir jetzt hier noch im Krieg sind, werde ich nicht so lange warten können. Das ist ein bisschen blöd, aber... Okay. Gut. Garnison brauchen wir nicht verwalten, gell? Ja. Nochmal kurz zum Handel. Na komm. So. Kurz gucken, was macht uns denn hier alles so, was macht uns denn hier das alles so voll? Ich glaube, weil, ja, einfach weil so viele noch verwundet sind, würde ich sagen. Das dürfte der Grund sein. Ja, dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze mal. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir höchstwahrscheinlich den Krieg zum Abschluss bringen werden. Oder warte mal, ich sehe gerade, da wird eine Burg belagert. Die Burg... Corenia wird belagert. Vielleicht können wir da noch irgendwie helfend eingreifen. Ich weiß es noch nicht. Aber wir müssen jetzt irgendwas tun. Also die Kriegsmüdigkeit ist stark in uns. Das ist nicht gut. Aber egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Freunde. Macht's gut. Servus und ciao.